Heute gibt es das Gericht der Champions, denn das hier, das ist der im Grunde genommen neue Shootingstar der Low-Carb-Küche. Ist so. Also wir waren das lange. Das ist der neue Shootingstar der Low-Carb-Küche. Du weißt schon wieder mehr. Es ist der Blumenkohl, ohne Scheiß. Es ist der Blumenkohl? Der Blumenkohl ist eines der gesündesten Gemüse überhaupt. 23 Kalorien auf 100 Gramm und du weißt, ich achte da drauf. Champions League ist das. Das ist Champions League. Wir machen ein Blumenkohl-Curry und wie immer, ihr seid das gewohnt von uns, das ist schnell gemacht. Im Grunde fast so schnell gemacht, wie der Klausi hier irgendwie die Zwiebel schneidet. Das ist wirklich eine ganz flotte Nummer. Und zwar haben wir hier vorne ein bisschen Öl. Wir haben Pflanzenfett. Ich würde jetzt kein Olivenöl nehmen, passt nicht so gut zum Curry. Da gebe ich einfach ein paar Zwiebeln mit dazu. Ja. Hier vorne habe ich ein bisschen Knoblauch. Den schneide ich klein, gebe den mit dazu. Und du bist schon hier, guck mal. Ich bin hier an der Ingwerschale schon mal dran. Du bist schon wieder an der Ingwerschale. Mimmelöffelchen. Warum machst du die da rein? Wie, wo willst du sie sonst rein? Ja, daneben. Ich will die Ingwerschale nicht. Du sollst sie abschälen. Das ist doch nicht die Schale, es ist doch die Ingwerfrucht. Ja. Gib mir her, ich schneide die klein. Er will den kleinen schneiden. Achso, du möchtest die noch kleiner haben. Mach das heute das erste Mal. So, dann, das ist eins ganz wichtig. Wir haben hier so ein leckeres Currysalz. Ja. So, dieses Currysalz. Wenn du jetzt hier nämlich schon geschält hättest, könntest du hier auch rühren. Geben wir mit dazu, weil Curry ist ja... Dankeschön. Curry ist ja eine Gewürzmischung. Ja. Da sind ganz viele Gewürze drin und die müssen angebraten werden. Damit die ihr Aroma entfalten. Hat er schon 2-3 Mal gesagt. Deswegen geben wir da jetzt ein bisschen Currysalz drauf. Du weißt doch, ich pass doch auf. Ich muss viele Dinge immer 2-3 Mal zu dir sagen. So, gib mal her jetzt. Ja, das ist nicht scheiße. Und bitte das Wort Scheiße und Ingwer finde ich nicht. Kannst du mal rühren? Natürlich. So, guck mal. Einmal so runter. Ja. Und dann steht neben dir, steht schon mal Zucker. Ja, Zucker steht da wohl neben dir. Den gibst du mit dazu. Stopp. So. Und ein ganz klein bisschen Pfeffer gibst du noch mit das dazu. Das machen wir wohl auch. Und dann können wir schon hergehen. Wirklich ganz schnell. Schlückchen Kokosmilch. Mhm. Da kann man natürlich auch Sahne nehmen. Aber die Kokosmilch schmeckt natürlich schon besser, wenn wir so ein richtig schönes Ist Curry das machen. Gut so, oder ein bisschen mehr noch. Noch ein bisschen. Köche haben immer große Schlücke. Stopp. Reicht. So. Und jetzt gehen wir noch her. Nehmen uns hier ein bisschen Limette. Mhm. Die quetschen wir einfach so drüber. Auch hier kann man natürlich Zitrone nehmen. Das riecht schon gut. Aber... Ich bin doch der Kaipi-Typ, weißt du? Ich weiß, aber es riecht schon gut. Ganz so. Ernst, Curry, Ingwer, bisschen Zwiebeln oder so. Das ist, da weißt du sofort, dass du in Asien bist. So, und dann geben wir hier wirklich den Blumenkohl einfach nur so rein. Ich habe den... Das Gemüse der Champions, wie wisst ihr. Star der Low-Carb-Küche. Da fängst du morgens zum Frühstück mit an, oder was? 23 Kalorien auf 100 Gramm. Wahnsinn, also was du alles weißt, wirklich, einfach. So, ganz, ganz schnell. Und jetzt machst du den Deckel drauf. Denn das schmort jetzt, wie lange? Und das schmoren wir jetzt circa eine Viertelstunde. Oder 15 Minuten, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir sind gleich wieder da. Okay. Viertelstunde später, der Blumenkohl ist zu Ende geschmort. Und wir machen jetzt mal auf und checken mal, ob der auch wirklich gut und lecker ist. Guck mal, woran erkenne ich, dass der Blumenkohl richtig gut ist? Schau mal, der fällt hier förmlich auf. Einfach leicht reinstechen und im Grunde, dass er richtig schön... Der kann ruhig auch eine Minute länger schmoren. Weil du musst immer sehen, je mehr der schmort, umso schöner dringt die Kokosmilch deinen ein und so leckerer schmeckt das. So, ich habe hier noch ein klein bisschen Koriander. Mhm. Einfach grob geschnitten ein bisschen drauf. Fertig. Oh, guck mal, jetzt probieren wir das mal direkt. Lecker. Das ist mein Stück hier. Das ist das Gericht der Champions, sag ich mal. Der Blumenkohl. Curry. Okay. Lecker, oder? Richtig gut. Das ist echt lecker. Und guck mal, ganz schnell gemacht. Das probiert man auch so, echt. Gut. Lecker. Guter Champion. Champion, auch ein Champion. Du bist auch ein Champion. Bisschen Champion bist du auch. Komm.